Zum Verkauf steht diese Bauknecht Watt PL 965. Selbstverständlich funktionsfähig. Genau, ich habe damit eine Wäscheladung gewaschen. Hat alles gepasst. Habe die Waschmaschine von außen meines Erachtens äußerst gründlich gereinigt. Und innerlich auch. Das ist die Waschmaschine meiner Nachbarn. Die haben die vor einem Jahr gekauft. Ich habe den auch mit Hochtragen geholfen. Die ist ein Jahr in Benutzung gewesen. Hier sehen wir sogar den Energiesparausweis. Genau, die ganzen verschiedenen Menüs, aus denen man auswählen kann, soweit ich das verstanden habe. Ich glaube, in der Anleitung wird das auch erwähnt. Aber ich habe die nur grob überflogen. Der Eco-Monitor zeigt extra an, wie umweltfreundlich oder umweltschädlich man ist. Dabei ist 1 äußerst sparsam und 5 äußerst intensiv. Das Flackern ist wegen der Cam, weil die nicht die Herzrate und so weiter packt. Das sieht man definitiv nicht so normal mit dem Auge. Genau, was gibt es zu sagen dazu? Genau, wir haben die von jeder Seite gesehen. Hier gibt es eine kleine Schramme. Hier gibt es irgendwo eine kleine Delle, aber ich weiß nicht, ob die erkennbar ist. Oh, das ist Putzmittel. Das ist nicht von der Waschmaschine ausgelaufen. Dann, genau, hier sehen wir 2 Schrammen. Genau. Ja, und das sind natürlich leichte. Kann man das überhaupt auf der Cam sehen? Ja, es sind leichte Kratzer erkennbar, wie bei jedem Gerät, das benutzt wird. Das ist das Äußerliche. Die Waschmaschine ist angeschlossen, heißt, Sie können vorbeikommen und sich die Waschmaschine selbst anschauen. Ich glaube, der kürzeste Waschgang ist 15 Minuten, beziehungsweise nur vollpumpen und abpumpen oder kurz durchschleudern. Das ist dieses kurz 15 Menü. Ich glaube, das längste Programm ist 3,5 bis 4 Stunden. Das können wir auch zusammen aussetzen, wenn Sie wollen. Genau, ist Wasser angeschlossen und am Ablauf. Das ist die Außenseite. Das Flusensieb habe ich selbstverständlich gereinigt. Hier extra Daten, falls man das gebrauchen kann. Ja. Genau. Dann haben wir soweit eigentlich äußerlich alles abgedeckt. Machen wir mal die Waschmaschine auf. Ist ein Toplader, wie man logischerweise sehen kann. Genau, hier sehen wir die Dichtungen, die Trommel selbst, auch überall gereinigt, die Gummidichtungsringe. Genau, ich drehe das noch einmal, um das zu demonstrieren. Genau, hier habe ich es auch sauber gemacht. Wo haben wir es? Da. Hier macht man praktisch an diese Lasche die Waschmaschine auf, drückt das ein wenig runter, benutzt normalerweise 2 Hände. Oh mein Gott, ich versuche mal. Und jetzt. Sehr schön, genau, jetzt ist es auf. Geht schön langsam auf. Hat sogar extra so eine Sicherheitskehrung, dass sich das einhakt, falls man zu doof ist und das mal vergisst. Da kann man keinen Mist bauen. Und genau. Dasselbe auch indirekt für die Gegenrichtung. Genau, hier ist sie auf. Hier kann man. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Hier sehen wir das Innenleben der Trommel. Genau, ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich tue mal so rumdrehen, in der Hoffnung, dass man alles sieht. Genau. Hier sehen wir. Sieht alles relativ sauber aus. Genau, wie gesagt, eine Wäscheladung damit gewaschen. Mit Natron im Hauptwaschfach praktisch gewaschen. Einmal durchgewaschen, ohne Wäsche, also leer. Und Essig für einen Weichspüler. Das war Essig praktisch da rein. Und Natron dort rein und das alles von außen sauber gemacht und nach bestem Ermessen auch innerlich sauber gemacht. Das Problem ist, in der Bedienungsanleitung steht, dass man das hier angeblich herausdrücken kann, indem man hier seitlich drauf drückt. Soweit ich das aber sehe, ist es verschweißt, außer ich sehe nicht richtig. Oder es handelt sich um ein anderes Modell.
und Bocknecht hat die falsche Anleitung reingetan. Auf jeden Fall habe ich das nach bestem Ermessen außen und innen gereinigt und nicht nur kurz abgebraust, sondern ich bin auch teilweise mit dem Schwamm rein. Das ist noch ein bisschen Restfeuchtigkeit und Kalk. Ja, genau. Auf jeden Fall. So ist das praktisch drin. Bauknecht selbst, WhatsApp-Chat-Support. Aber als ich denen das Video geschickt habe, konnten die nicht das Dateiformat annehmen. Heißt, da müssten sie selbst vielleicht mit denen in Kontakt treten und schauen, was da wie rauskommt. Das wäre natürlich super, wenn Bauknecht Videos unterstützen würde. Aber das ist natürlich ein relativ neues Format. Und wer weiß, ob sich Video überhaupt durchsetzen wird. Gut, machen wir das mal zu. Dann haben wir das hier. Das ist normalerweise, jetzt sehen wir es, in diese zwei Laschen rein. Genau, und hier drückt man zu. Und hier drückt man logischerweise drauf, um das zu lösen. Hier füllt man, wie gesagt, Weichspüler und Hauptwaschgangmittel ein und hierfür Vorwäsche extra. Und normalerweise, wenn man es dann praktisch hier zumacht, dann läuft hier praktisch das Wasser rein und macht die Wäsche irgendwie sauber. Genau, damit würde ich sagen, bin ich auf alles eingegangen. Jo.